Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich grüße Sie aus der Kirche in Lichtenberg. Hinter mir sehen Sie eine leere Kirche. Am Heiligen Abend, da wird es anders sein. Dann wird diese Kirche bis auf den letzten Platz besetzt sein. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass am Heiligen Abend unsere Kirchen gefüllt sind. Denn dann bekommen wir vielleicht so ein bisschen den Eindruck, wie es bei der Geburt Jesu war, zumindest wie die Geburt bei unseren Krippen dargestellt werden, die vielleicht auch bei Ihnen zu Hause aufgestellt ist. Wir stehen jetzt hier vor der Krippe, hier in unserer Kirche in Lichtenberg. Wie Sie sehen, so eine Krippe, sie ist angefüllt mit Personen und mit Tieren, die sie ganz schön füllen. Bestimmt haben Sie auch so eine Krippe zu Hause stehen. Unsere Krippendarstellungen, die sind oft sehr romantisch. Und das ist auch okay so. Ich möchte Sie einladen, jetzt für einen Moment hinter die Romantik zu schauen und einmal die Personen genauer zu betrachten. Da haben wir Maria. Diese junge Frau von vielleicht 15 oder 16 Jahren, ja, also eine Teenagerin. Diese junge Frau, oder sollten wir eher sagen, dieses Mädchen, sie ist schwanger und dazu noch unverheiratet. Eine Teenagermutter. Als nächstes haben wir da Josef. Josef, er ist bei uns dargestellt als ein älterer Mann. Josef, das ist ein Mann, der um seine Vaterrolle ringt. Seine Verlobte ist schwanger. Und jetzt soll er die Vaterrolle übernehmen, obwohl er weiß, er ist nicht der Vater. Die Bibel, sie beschreibt sehr plastisch von dem Ringen des Mannes um seine Rolle als Vater. Dann gibt es aber auch noch die Gäste und davon gibt es nicht zu wenige. Stellen Sie sich vor, Sie bzw. Ihre Frau hat gerade entbunden und da klopft es an der Tür. Und richtig raue Gesellen stehen davor. Hirten, das sind zur biblischen Zeit keine romantischen Burschen, sondern das sind raue Gesellen, die außerhalb der Siedlung in der Natur wohnen und auf die Schafe von anderen aufpassen. Diese Hirten, das sind arme Männer, die durch die Härte ihrer Arbeit geprägt sind. Das hat zu wenig mit dem zu tun, was wir so romantisch unter Hirtenidylle verstehen. Aber sie kommen. Die Hirten, diese Armen der Gesellschaft, sie kommen zur Krippe. Und dann, da kommen die Weisen aus dem Morgenlande. Wir nennen sie auch Könige in unserer Tradition und wir sprechen davon, dass es drei Könige sind. Bei uns in Lichtenberg gibt es nur einen König. Es steht aber gar nicht in der Bibel, dass es drei Könige sind. Vor allem wird davon geredet, dass es drei Geschenke gibt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese reichen Geschenke bringen die Weisen aus dem Morgenlande dem Christuskind. Bei all den Geschenken, da werden wir leicht geblendet und vergessen, dass es sich bei diesen Weisen um Ausländer handelt. Ausländer, die an die Krippe kommen. Wenn wir uns noch einmal anschauen, wer sich da um diese Krippe so versammelt hat, da ist schon eine ganze lustre Runde zusammengekommen. Maria, Josef, die Teenager-Mutter und der suchende Vater. Dann haben wir die Hirten, die rauen Gesellen draußen vom Felde. Und wir haben die Ausländer, die hier gekommen sind. Hinter unseren romantischen Krippendarstellungen, da steckt eine ganz politische Botschaft. Vor allem enthalten unsere Krippen aber eine Glaubensbotschaft. Bei Jesus ist jede und jeder willkommen, auch du. Auch du bist willkommen, so wie du bist, mit allem, was du mitbringst. An Geschenken, an Zweifeln, an Begabungen oder an Fehlern. An der Krippe
Da sind wir alle willkommen, du und ich. Und das, was bei all diesen Begegnungen das Besondere ist, all diese Menschen gehen verändert wieder aus diesen Begegnungen nach Hause. Ich wünsche Ihnen, dass in diesen Advents- und Weihnachtstagen das Kind in der Krippe auch Sie berühre. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.